Moin Leute, heute geht es bei uns mal um chemisches Leuchten. Also vom Schwarzlicht in der Disco, das weiße T-Shirt richtig geil aussehen lässt, über Ziffernblätter von Uhren, die ewig lang nachts leuchten, bis hin zu unserem Versuch mit Luminol. Hinter jedem Leuchten hier versteckt sich chemisch gesehen etwas anderes. Wie sich die Phänomene genau unterscheiden, kommt jetzt. So, fangen wir mal mit dem Schwarzlicht aus der Disco an. Solange das Licht an ist, leuchten weiße Sachen ziemlich geil. Aber in dem Moment, in dem es ausgemacht wird, ist Schluss mit lustig. Also kein Nachleuchten oder sowas. Allgemein handelt es sich hier um Fluoreszenz. Energie wird in Form von energiereichem Licht, vor allem UV-Licht, absorbiert, also aufgenommen. Das Licht können wir nicht sehen. Dadurch passiert in den Materialien Folgendes. Durch die Absorption der Photonen, also des Lichts, gelangen die Teilchen des Stoffs, also Moleküle, in einen energetisch höheren Zustand. Photonen haben sozusagen Elektronen der Teilchen von ihrem Grundzustand auf höhere Energieniveaus gekickt. Wie es aber ebenso ist, sind solche Zustände nicht sehr stabil. Deshalb wird ein Teil der Energie zum Beispiel durch Bewegung oder Schwingung abgegeben, bis sich die angeregten Elektronen im niedrigsten angeregten Zustand, dem sogenannten S1-Niveau, befinden. Man sagt auch, das Teilchen relaxiert. Vom S1-Zustand gehen die Elektronen dann wieder in ihren Grundzustand S0 über, indem sie ihre restliche Energie in Form von Licht, also in Form von Emission, abgeben. Die Energie des abgegebenen Lichts ist kleiner als die vorher aufgenommene. Und zwar genau so viel, dass wir Licht im sichtbaren Bereich erhalten. Somit leuchtet unsere Kleidung, wenn sie Moleküle enthält, die überhaupt zu Fluoreszenz angeregt werden können. Aber vielen Waschmitteln werden solche Stoffe zugesetzt, die man auch optische Aufheller nennt. Sie geben meist bläuliches Licht ab, das zusammen mit der Farbe leicht vergilbter weißer Wäsche strahlendes Weiß ergibt. Fassen wir nochmal zusammen. Die Anregung erfolgt durch energiereiches Licht und die Abgabe erfolgt sehr schnell danach. Deshalb ist der Effekt auch recht schnell vorbei. Ganz anders bei einem Ziffernblatt einer Uhr oder einem Notschalter. Sowas leuchtet zum Teil noch über Stunden, nachdem es angestrahlt wurde. Was ist hier der Unterschied zwischen dieser sogenannten Phosphoreszenz und der schon behandelten Fluoreszenz? Auch hier werden die Teilchen durch Licht angeregt. Dabei gehen sie aber durch strahlungslose Übergänge in einen energiereichen Triplet-Zustand über. Elektronen haben ja einen Drehimpuls, einen sogenannten Spin. Den stellt man oft als kleine Pfeile dar. Und einfach ausgedrückt heißt Triplet-Zustand, hier stehen die Elektronenspins von gepaarten Elektronen parallel zueinander. Bei Singulett-Zuständen sind sie gegenläufig. S1 und S2 stehen übrigens für Singulett-Zustand 1 und 2, die wir schon bei der Fluoreszenz hatten. Genauso gibt es auch T1 und T2, die für Triplet-Zustände stehen. Allgemein ist der direkte Übergang von dem Triplet-Zustand zum Singulett-Zustand unter Aussendung von Licht verboten. Hier wäre das der Übergang in den Grundzustand, in dem gepaarte Elektronen normalerweise auch gegenläufigen Spin haben. Obwohl es verboten ist, findet der Übergang aber trotzdem statt. Nur eben sehr, sehr viel langsamer. Das ist auch der Grund, warum Stoffe mit Phosphoreszenz so lange leuchten können. Auch hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Die Anregung erfolgt wieder durch Licht. Die Aussendung des Lichts dauert aber länger, da der Übergang eigentlich verboten ist. Kommen wir jetzt zu unserem Luminolversuch und damit zu der Chemolumineszenz. Ganz anders als bei der Fluoreszenz und der Phosphoreszenz erfolgt hier die Anregung durch eine chemische Reaktion. Am Beispiel von Luminol sieht man, dass die Reaktion aus mehreren Schritten besteht. Für uns ist heute aber nur der letzte Schritt wichtig. Deshalb schauen wir uns mal kurz an, was wir da haben. Zum einen sehen wir, dass wir durch die Reaktion energetisch in dem S1-Zustand gelandet sind. Also ein angeregter Zustand, der eben die richtige Multiplizität hat. Auf Deutsch, der angeregte ist ein Singulett-Zustand, genau wie der Grundzustand. Also ist ein Übergang mit Lichtemission hier erlaubt. Und genau das passiert jetzt auch. Der Übergang von dem S1-Niveau zu dem Grundzustand verläuft über die Emission von Licht im sichtbaren Bereich. Das ist der Effekt, den wir beim Luminol oder in Knicklichtern sehen. Übrigens, wenn die Chemolumineszenz von Tieren ausgeübt wird, spricht man hier von Biolumineszenz. Zum Beispiel bei den Glühwürmchen.
Falls ihr euch weiter für das Thema interessiert, dann schaut euch unbedingt das Video zu Knicklichtern an. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf mehr physikalische Chemie und speziell die Spektroskopie zu erlaubten und verbotenen Übergängen und ähnlichem, dann schreibt das einfach in die Comments und es wird gemacht. Ansonsten haut rein, Leute, bis dann und ciao.